Hey Kleiner, was machst du da? Du spinnst doch. Die Zuschauerin soll ihr echtes Gesicht zeigen, los. Oh Mann, auf keinen Fall. Und oh, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freund, ich bin hier gerade im Haus von meiner Zuschauerin, Freunde. Und warte mal, Kleiner, was machst du da? Die soll ihr Gesicht zeigen, die böse Zuschauerin. Nein, 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 auf keinen Fall. Sie will doch aber nicht. Och Mann, aber wieso, was habe ich getan, Kleiner? Du hast jeden Tag meinen Papa beobachtet. Du bist eine böse Zuschauerin. Kleiner, das war mal eine Geschichte. Aber Freunde, die Zuschauerin hat doch endlich aufgehört, mich zu beobachten. Freunde, ihr müsst wissen, hier ist das Haus von der Zuschauerin. Sie hat es irgendwie geschafft, in unsere Stadt zu kommen und hat mich seitdem jede Woche hier mit ihrer Kamera und alles beobachtet, Freunde. Aber das hat doch aufgehört. Sie hat sich doch wieder benommen und sie ist doch eine liebe Zuschauerin, Kleiner. Naja, ich eigentlich ja auch. Freunde, wenn du auch das echte Gesicht von der Zuschauerin sehen willst, dann lass ein Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Das alles liken. Und wenn du das Video likest, dann zeige ich die Zuschauerin ihr echtes Gesicht, Freunde. Versprochen. Also jetzt like. Santex, ich beobachte dich doch nicht mehr. Ich weiß, liebe Zuschauerin. Kleiner, nimm die Waffe jetzt runter. Nein, keiner wird mich aufhalten. Papa, das ist nicht dein Ernst. Papa, lass mich runter. Papa, lass mich runter. Kleiner, Mann, die arme Zuschauerin, du musst es doch mal verstehen. Sie ist lieb geworden. Ach Mann, aber ich möchte ihr echtes Gesicht sehen. Die war so böse zu dir und hat dich immer beobachtet. Oh ja, ich weiß, aber das hat ein Ende, Kleiner, okay, Santino? So, geh du mal wieder hier hin. Hey, was macht der Kleine da mit dem Ding in der Hand? Also, lange Geschichte. Ping, 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 das war ein Spielzeug. Warte mal, das war ein Spielzeug. Oh Mann, Kleiner. Du bist ja wirklich komplett verrückt. Aber lass die arme Zuschauerin in Ruhe. Ich glaube, sie hat aus ihren Fehlern gelernt, Santino. Okay, Papa. Ach Mann, es tut mir sowas von leid, Freunde. Ich bin jetzt die Zuschauerin. Eine Zuschauerin von Santex. Ich gucke jedes von Santex-Videos und ihr kennt mich vielleicht. Ich habe ihn letztens wochenlang beobachtet, bin heimlich in die Stadt eingezogen, habe immer seine Videos geguckt, aber ich habe mich geändert. Ich bin keine böse Zuschauerin mehr. Ich beobachte ihn und ich habe auch alle Fotos und Videos gelöscht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, aber der kleine Santino, oh Mann, der hat mir immer noch nicht verziehen. Aber ist auch egal. Schreibt mal. Like mal wirklich aber das Video, wenn du wirklich mein echtes Gesicht sehen willst, das Gesicht von echten Zuschauern. Und ich überleg's mir vielleicht, wenn du jetzt das Video likest, dann zeige ich mich vielleicht noch in diesem Video. Ich überleg's mir noch, aber als erstes muss ich ein bisschen einkaufen gehen. Ich habe gar nichts mehr zum Essen. Was wollen wir denn holen? Ich glaube, so ein paar Karotten nehmen wir mit. Genau, Karotten sind auch immer ganz, ganz lecker. Ganz, ganz viele Vitamine drinnen. Oh, Vitamine. So, wir essen hier noch ein paar Äpfel, nehmen wir noch ein bisschen mit. Schönen guten Tag. Was haben wir denn hier? Mais. Genau, Mais. Ist auch noch ganz, ganz wichtig. Was sollen wir so holen? Ich habe auch 5 Diamanten. Das bedeutet, so, das nehmen wir auch mit. Noch eine Sache. Und hier Bananen. Ein paar Bananen. So, schönen guten Tag. Ich hätte hier ein bisschen Obst und Gemüse einmal gekauft. Das macht dann 5 Diamanten einmal. Kein Problem. Hier, bitteschön. Ich bin es, Kürbis, Kürbis. Habt ihr mich vermisst, den Horror-Kürbis? Und es wird Zeit wieder, meine bösen Pläne in Lauf zu lassen. Ich hab hier schon lange nicht mehr für Chaos in der Stadt gesorgt. Aber ich bin es, Kürbis, Kürbis. Und ich werde euch alle zerstören. Und ich habe einen weiteren Plan. Ich hab noch gesehen, oh, wer ist denn da? Da ist doch diese Zuschauerin. Und wir werden mal sehen, was mit ihr passiert. Hey, Hände hoch, ich bin es, der Horror-Kürbis, Kürbis, Kürbis. Hallo, Papa, du hast dich aber verändert. Hey, du Idiot, ich bin nicht dein Papa, wann checkst du das mal langsam? Okay, tut mir leid, Mama. Ach, egal, um dich geht es doch eh nicht, willst du ein paar Probleme haben? Wer bist du? Warte mal, ich kenne dich von Santex-Videos, du bist doch dieser Horror-Kürbis. Aha, von den Videos, ich bin der bekannte Kürbis, Kürbis, ja. Jeder kennt mich und ich sage dir eins, du kommst jetzt sofort mit mir mit dem Horror-Kürbis. Was? Nein, niemals, bitte, lass mich in Ruhe. Psst,
Schnell, habe ich gesagt, komm jetzt mit. Ich habe was ganz Besonderes mit dir vor. Oh nein. Was willst du von mir? Bitte lass mich in Ruhe, du böse Horrorkürbis. Ich hab dir nichts getan. Wir werden ja sehen. Ich habe einen ganz besonderen Plan. Los, setz dich hin. Du bist ab jetzt entführt und keiner wird dich hier rausholen. Und keiner wird dich hier finden, denn ich bin das Kürbis-Rürbis. Hilfe! Was ist los, Sentino? Oh mein Gott, hast du dir deine Hände verbrannt beim Kochen? Was ist passiert? Hey, ich hab doch gar nichts gesagt. Warte mal, aber irgendwer hat doch Hilfe gerufen. Oh mein Gott, ich glaube, Sentino. Oh mein Gott, alles gut bei dir, Kleiner. Hey, ich hab doch, ich brauch Hilfe. Ich hab mir die Hose gemacht. Aber ich hab wirklich nichts gesagt. Warte mal, aber wer war das? Habt ihr es nicht auch gehört? Da war doch irgendein Hilfeschrei. Senti, ich glaube, das kam von draußen. Geh mal nachschauen. Oh Mann, ich gehe auf jeden Fall nachschauen. Irgendwas da ganz, ganz komisch. Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Wer hat nach Hilfe geschrien? Ich brauche wirklich jetzt deine Unterstützung. Und wenn du mir dabei helfen willst zu finden, wer es war, dann like genau jetzt das Video, Freunde. Wenn du das Video likest, dann finden wir es auf jeden Fall heraus. Okay, ich würde sagen, so, wir holen uns ganz, ganz schnell hier ein paar Waffen raus. Wer weiß, was da, oh mein Gott, draußen alles los ist. Ich weiß es nicht. Du wirst für immer hier gefangen genommen. Lass mich in Ruhe. Bitte Hilfe. Warte mal, Freunde, das war doch Kürbis-Rürbis und die Zuschauerin von mir, Freunde, ganz, ganz schnell. Wo sind sie? Oh mein Gott, irgendwas ist hier. Warte mal, ganz, ganz faul. Da sind sie doch, Freunde. Keiner wird dich hier finden. Keiner. Hey, Kürbis-Rürbis, was machst du hier mit meiner Zuschauerin? Ich wusste, dass du noch kommen wirst. Was machst du aber hier? Denkst du jetzt eine Chance gegen mich, Kürbis-Rürbis? Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Lass sofort meine Zuschauerin, das ist eine Zuschauerin von mir, die guckt immer meine Videos und sie ist lieb. Lass sie sofort frei. Niemals, was willst du tun? Ich werde dich sowas von kalt machen. Ich werde aus dir Kürbispampelmus machen. Oh mein Gott, komm noch her. Oh, du wagst es, dich mit mir, mit Kürbis anzulegen. Das war ein Fehler, Kleiner. Oh nein. Ich werde dir helfen, Zuschauerin. Oh Mann, sehr, sehr gut. Los, volle Attacke. Ihr denkt doch nicht, ihr kleinen Winzlinge hättet eine Chance gegen mich, dem allmächtigen Kürbis-Kürbis. Oh doch, Freunde. Los. Wir zünden ihn an. Zuschauerin, bleib du hinten. Wir schaffen es nicht. Oh mein Gott, Freunde, so volle Attacke. Das kitzelt aber. Ihr werdet keine Chance haben. Das ist mein großer Fehler. Los, dich schnapp ich mir. Nein, lass mich in Ruhe. Oh nein, Freunde, das kann ja nicht sein. Wir haben es nicht geschafft. Und da habe ich dich so fest, bin ganz schnell und willst du dich wirklich mit mir anlegen? Komm, keinen Schritt näher. Oder die Zuschauerin ist nur noch Matsch. Oh Mann, okay, ist ja gut, Kürbis-Rürbis. Was muss ich tun, dass ich die Zuschauer retten kann? Ich habe was ganz Besonderes vor. Ich lasse die Zuschauerin unter einer Bedingung frei, wenn sie mir ihr echtes Gesicht zeigt. Warte mal, was? Das echte Gesicht von der Zuschauerin? Das darf auf keinen Fall rauskommen. Ich will es sehen oder sie wird nie wieder in die Stadt kommen und am Leben sein. Oh Gott, ich weiß ja nicht, Freunde, sollen wir es wirklich tun? Sollen wir das echte Gesicht der Zuschauerin zeigen? Oh doch, ich muss, liebe Zuschauerin. Senti, nein, ich will es aber nicht. Ich muss es tun. Andererseits wirst du nicht am Leben sein. Oh Gott. Du hast 30 Sekunden Zeit oder die Kugel wird durch deinen Kopf gehen. Oh nein. Hilfe! Ganz, ganz schnell, Freunde. Wir gehen sofort in das Haus von der Zuschauerin. Kürbis-Rürbis, also das echte Gesicht von der Zuschauerin sehen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal hier ein paar Fotos an. Wo ist hier das echte Gesicht? Ganz, ganz schnell. Hier muss doch irgendwo irgendein Foto sein. Und hier, warte mal, Freunde, ich glaube, ist das etwa ein Foto mit dem echten Gesicht der Zuschauerin? Like jetzt wirklich das Video, Freunde. Und dann zeigen, und danach zeige ich euch das echte Gesicht von der Zuschauerin. Drei, zwei. Stopp, Kürbis-Rürbis. Ich habe ein Bild von der Zuschauerin mit dem echten Gesicht drauf. Los, zeig es mir. Oh Mann, Freund, ist in Ordnung. 3, 2, 1 und... Warte mal, Freunde, da ist das echte Gesicht von der Zuschauerin. Die Zuschauerin, Freunde, wurde anscheinend jetzt öffentlich gemacht. Schaut euch das mal an, Freunde, das echte Gesicht. Nein, Sentix, jeder weiß jetzt, wie ich aussehe.
Ich weiß, liebe Zuschauer, aber ich kann nichts dafür. Das war die einzige Möglichkeit, wie wir dich retten können von dem bösen Horrorkürbis. Haha, du siehst sehr hübsch aus, liebe Zuschauer. Nicht so wie dieser hässliche Junge, ja. Oh Mann, das. Warte mal, der hässliche Junge? Hey, oh Mann, Kürbisrübis. Aber Freund, ihr habt es euch auch alle gewünscht. Das hier ist ab jetzt das echte Gesicht von der Zuschauerin. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, ich habe das davor auch noch nie gesehen und sehe es jetzt zum allerersten Mal. Sie hat so blonde Haare und blaue, so graue Augen. Oh Mann. Freunde, ich wollte es nicht, aber ich glaube, es war die einzige Möglichkeit, wie du mich hier retten konntest. Und jetzt lass mich frei, du böser Horrorkürbis. Genau, Kürbisrübis, lass sie sofort frei. Das echte Gesicht haben wir jetzt gezeigt. Aha, ihr denkt doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt freilasse, ihr Idioten. Sie gehört immer mir und das Foto. Und jeder weiß jetzt, wie die Zuschauer aussieht. Das war mein Plan. Das kann nicht sein, Kürbisrübis, du wagst es nicht. Komm her, ich werde dich fertig machen. Ah, noch einmal. Ah, nein, nein, hör auf damit. Ah, ihr werdet mich niemals kriegen. Kürbisrübis, ah. Wird durch alle besiegelt. Oh. Oh Mann, Mann. Und sehr, sehr gut. Oh mein Gott, Zuschauer, ich hab dich gerettet. Komm ganz, ganz schnell. Sentix, jeder weiß jetzt, wie ich aussehe. So sehe ich nicht aus. Ich weiß ja, aber ich glaube, das bleibt auf jeden Fall ein Geheimnis. Freunde, sag es auf jeden Fall keine weiter. Nur die Zuschauer und ich und du dürfen das echte Gesicht von der Zuschauerin kennen. Oh Mann, das war wirklich total knapp. Aber zum Glück haben wir es geschafft, dich von dem bösen Horrorkürbis, Kürbisrübis, zu befreien. Auch wenn es leider jetzt jeder dein echtes Gesicht kennt. Naja, ist auch nicht so schlimm, aber vielen Dank, dass du mir geholfen hast, Sentix. Du bist der Beste, was würde ich nur ohne dich machen? Gar kein Problem, ich helfe doch immer wieder gerne. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentix Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi.